Endlich konnte ein Kompromiss gefunden werden im US-amerikanischen Haushaltsstreit, in allerletzter Minute sozusagen. Allerdings ist es nur eine Übergangslösung, denn es ist ein Übergangshaushalt, der jetzt nur bis zum 15. Januar des kommenden Jahres gilt. Und die angehobene Schuldenobergrenze, die gilt nur bis zum 7. Februar. Das heißt, die Diskussionen werden weitergehen müssen und höchstwahrscheinlich könnte uns dieses ganze Dilemma auch hier an der Börse nochmal auf den Tisch kommen. Aber trotzdem konnte der deutsche Aktienindex im Laufe dieser Woche ein neues Allzeithoch erreichen. Und dieser neue Rekordwert, der liegt jetzt bei 8.861 Zählern. Am Freitag zum Ende der Woche hielt sich der DAX recht wacker im Bereich von 8.830 Punkten. Der Euro kletterte zum US-Dollar auf um mehr als 2 US-Cent übrigens auf 1,37 Dollar. Und die Ölpreise, die sanken auf ein 3,5-Monatstief. Dafür ist zum einen die Entspannung wegen des Haushaltsstreits in den Vereinigten Staaten von Amerika verantwortlich, auf der anderen Seite aber auch gestiegene Öllagerbestände, da war die Nachfrage offenbar zuletzt nicht ganz so hoch, und eine merkliche Entspannung im Atomstreit mit dem Iran. Wir haben darüber hinaus aber auch noch gute Daten aus China bekommen. Das Bruttoinlandsprodukt dort stieg nämlich im dritten Quartal um 7,8%. Im Vorquartal waren es 7,5%. Davon profitierten unter anderem so Werte wie Beiersdorf und Henkel, weil die mittlerweile mehr als 50% ihres Umsatzes in Schwellenländern erzielen können. Wir warten mit Spannung natürlich auch auf weitere Quartalsdaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Bisher sind diese etwas durchwachsen ausgefallen, aber am Montag gibt es dann auch nochmal den Datensatz, zum Beispiel von einem so wichtigen Unternehmen hier in Deutschland wie SAP. Im Vorfeld sind die Anleger skeptisch, der Kurs war im Minus. Jetzt warten wir ganz gespannt auf die Daten.